So Jungs, heute ist der große Einsatz. Seid ihr alle bereit? Na klar, denn ich bin auch wieder dabei. Ja, das freut mich ganz besonders, Fred. Zum Glück bist du wieder dabei. Wir haben dich schon vermisst. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe auf meinen Sohn aufpassen müssen, Elias. Lisa war wieder arbeiten. Ach so, okay, kein Problem. Na gut, dann warten wir jetzt mal auf den Anruf aus dem Geschäft. Dort müsste ja eigentlich bald der Fake-Räuber eintreffen und die Kassiererin überfallen, in Anführungszeichen. Es dürfte eigentlich heute nichts passieren. Also denkt dran, wenn ihr schießt, ihr habt keine echten Kugeln drinne. Und das möchte ich nochmal, dass ihr das kontrolliert. Kapiert? Okay, das machen wir. Habt ihr gehört, Jungs? Bei mir ist nichts drin. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Okay, sehr gut. Dann sind ja alle ohne die verletzenden Kugeln. Pilotin, du kannst schon mal aufs Dach gehen und den Hubschrauber startklar machen, falls wir ihn brauchen. Mache ich. Bis gleich, Männer. Dann warten wir jetzt mal. Ich bin gespannt, was passiert. Der Räuber müsste eigentlich jetzt schon dort sein. So, dann rufe ich einfach schon mal bei der Polizei an. Er müsste ja jetzt eigentlich gleich kommen, dann sind sie auch schneller hier. Schau mal, da vorne kommt jemand. Wurde nicht gesagt, er kommt mit einem Messer? Doch, wieso? Der hat ein riesiges Gewehr. Rein in den Laden, schnell. Machen Sie die Kasse auf. Ich will die Kohle. Heute ist doch der Fake-Überfall, aber das hier ist kein Fake-Überfall. Das ist echt. Robin, kommt schnell. Hier ist ein echter Überfall. Das ist kein Fake-Überfall. Was? Was sagst du? Das ist ein echter? Leg das Telefon hin, sofort. Und jetzt öffne die Kasse, hast du verstanden? Ich mach ja schon. Ich habe aber kein Bargeld, denn es wurde gesagt, dass heute ein Fake-Überfall stattfinden soll. Verdammt, das hätte ich mir ja schon denken können. Na dann gib mir die Uhren, ich will mich auf den Weg machen. Verdammt, ich habe die Verbindung verloren. Okay, dann müssen wir sofort los. Alle Männer hoch an den Hubschrauber, wir fliegen in Richtung Geschäft, aber wechselt die Munition, es ist ein echter Überfall. Was? Wir dachten, es wäre ein Fake-Überfall. Nein, es ist anscheinend wirklich echt. Irgendjemand muss von irgendwem die Information bekommen haben, dass das heute stattfindet. Wer das ist, keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt das Geschäft retten. Los, alle in den Hubschrauber und ab zum Geschäft. Mensch, was soll das denn? Warum blockieren diese Blödmänner von der Feuerwehr die Polizeizufahrt? Die werde ich jetzt mal hier wegscheuchen. Komm mit, Frank. Hey, ihr Vögel, was macht ihr hier? Verschwindet sofort, das hier ist die Einfahrt zur Polizeistation. Mit was für einem Ton reden Sie denn mit uns? Also bitte, wir sind hier wegen der... Ich weiß schon, wegen der Fake-Übung. Aber das hat keinen Grund, warum Sie vor der Einfahrt stehen. Also, verschwinden Sie oder ich werde Sie einsperren lassen. Oh, wer sind Sie denn, dass Sie das machen können? Ich bin der neue Polizeichef. Was? Geheimnisvoller Dritter, davon wusste ich ja gar nichts. Ich dachte, ich bin weiterhin der Leiter der Polizeistation. Nein, das bin ich jetzt, hast du verstanden? Okay. Alles klar, dann hast du das Kommando. Also letzte Warnung. Verschwindet jetzt von hier oder ihr werdet alle eingesperrt. Ist ja gut, ist ja gut. Die waren auch schon mal besser gelaunt bei der Polizei. Linus, wo ist deine Feuerwehrmontur? Ich muss euch was sagen. Ich verschwinde von der Feuerwehr. Ich werde nicht mehr für euch arbeiten. Was willst du denn? Warum? Ihr respektiert mich nicht und das geht mir gewaltig auf die Nerven. Deshalb gehe ich jetzt. Moment, warte mal, ich bekomme eine wichtige Durchsage. An die Feuerwehr, ihr werdet nicht gebraucht. Es geht um einen echten Einsatz. Wir fahren jetzt vor Ort und versuchen die Situation zu klären. Wie, wir werden nicht gebraucht? Wir haben uns extra freigehalten. Nein, ihr werdet leider nicht gebraucht. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Das kann's ja jetzt wohl nicht sein. Männer, alle einsteigen und Linus, sach. Mehr als ein Feuerwehrmann, das kannst du eh nicht werden. Ha, versuch doch was Besseres zu werden. Wir bei der Feuerwehr trauern dir ganz bestimmt nicht nach. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt gehen werde. Ciao, ciao. Auf Nimmerwiedersehen. Ich gehe zur Polizei. Aha, ein neuer Polizist also. Vielleicht könnte ich den noch gebrauchen. Schauen wir mal, für was er noch gut ist. Das wird mir vielleicht gefallen. Und dieser Fake-Überfall? Wer könnte davon gewusst haben? Also ich nicht. Pilotin, setz uns hier ab. Okay, ich gehe runter. Die anderen sind auch gleich da. Der Panzerwagen ist nicht mehr weit entfernt. Noch 2 Meter, noch 1 Meter und wir sind unten. Aussteigen, aussteigen, schnell. Ich flieg weiter. Okay, dann bis später. Da kommen ja auch die Jungs, perfekt. Okay, wir sind da, Jungs, alle aussteigen. Das muss jetzt schnell gehen, habt ihr verstanden? Ja, klar. Für den brauchen wir nicht lange. Richtig, für den brauchen wir nicht lange. Dann gehen wir mal durch die Hintertür rein. Das machen wir. Vorrücken, schnell, schnell, schnell. Auf 3. 1, 2. Und 3. Rein, rein. Sei auf dem Boden. Lassen Sie Ihre Waffe fallen oder wir schießen. Oh Gott, ich gehe mal lieber aus der Schussbahn. Robin, ich habe ihn im Visier. Ich kann jederzeit ihn ausschalten, wenn du willst. Nein, warte noch. Er lässt die Waffe vielleicht gleich fallen. Lassen Sie die Waffe jetzt fallen. Es ist Ihre letzte Chance. Es hätte anders laufen sollen.
Okay, dann lasse ich die Waffe fallen. Ich ergebe mich, nehmen Sie mich fest. Auf den Boden jetzt, runter. Was sollen wir mit ihm machen, Robin? Moment mal, ich komme rüber, ich muss ihn mal verhören. Ich hab noch ein paar Fragen an ihn. Seid ihr alle in Ordnung hier? Robin fragt das, weil das ist unsere typische Vorgehensweise, dass wir als erstes gucken, dass es den Geiseln gut geht. Ja, uns geht's gut. Danke, dass ihr so schnell da wart. Von wem wusstest du von dem Überfall heute? Ich habe einen Tipp bekommen. Von jemand aus dem Gefängnis. Wie, von jemand aus dem Gefängnis? Ach, das kann nicht sein. Doch, wirklich. Es war eine Männerstimme. Eine tiefe Männerstimme. Okay, war sie vielleicht so? So? Oder eher so? Eher wie die erste... Oder nee, war es die zweite Stimme? Ich kann's nicht sagen. Das werden wir ja eh gleich herausfinden, denn dich bringen wir jetzt mal ins Gefängnis. Männer, führt ihn ab, bringt ihn ins Gefängnis. Okay, Robin, machen wir. Tut mir leid, dass das heute ein bisschen anders gelaufen ist. Kein Problem, Robin. Wir sind ja alle nochmal mit einem Schrecken davongekommen. Das stimmt. Aber wir werden die Übung wahrscheinlich dann nochmal wiederholen. Okay, sag mir einfach wieder Bescheid. Das werde ich machen. Doch jetzt gilt's erstmal herauszufinden, von wem kam dieser Tipp?